Hallo Leute, liebe Zuschauer. Ich habe ja letztens angekündigt, dass ich Laubsägetests machen möchte. Und die Vorlage, die Teststreckenvorlage ist schon soweit fertig. Ich habe mir einen Transportwagen, so einen Kameradolly, gebaut. Und wie ich es gebaut habe, zeige ich auch im Nachhinein. Ich habe etwa 50 alte Großpackungen, also zu 144 Stück waren jeweils mal da drin, unterschiedlichste Laubsägeblätter, und alle werde ich bestimmt nicht testen, aber drei nach in Anführungsstrichlein werde ich diese mal visualisieren, inwieweit man diese dann mit der Mikroskopfunktion der Kamera erkennen kann. Ich hoffe, da kriege ich dann doch ein gutes Ergebnis der Makroaufnahmen, quasi der Mikroskopaufnahmen. Ja, euch interessiert es, wie ich diesen Kameradolly gebaut habe? Ich werde ein paar Bilder noch einfügen und anschließend auch eine Kamerafahrt mit meinem neuen Dolly. Also, seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao. Ja Leute, mein Kamerawagen, mein Kameratransportwagen oder im Fachjargon Kameradolly ist nun fertig. Und auf diesem beigefarbigen Papier zeige ich euch gleich, wie man mit der Mikroskopfunktion kleine Sachen ganz groß zeigen kann. Also, danke fürs Zuschauen. Es folgt jetzt noch eine kurze Visualisierung und bis dann. Ciao. Ich habe hier ein Spirallaubsägeblatt der Größe Nummer 1 und das Ganze werde ich jetzt mal schauen, wie das sich bildlich darstellen lässt.
Ich habe noch die Möglichkeit, das Ganze zu vergrößern. Also ist nicht ganz so nach meiner Vorstellung, diese Darstellung. Aber wenn man bedenkt, dass dieses Laubsägeblatt der Größe Nummer 1 ist, kann man da schon einiges erkennen. Also ich habe jetzt ein Spirallaubsägeblatt der Größe Nummer 1 dahingelegt, über zwei Untergründe, damit ich auch nachvollziehen kann, bei welchem Untergrund ich ein besseres Bild erhalte. Das muss ich jetzt einmal fokussieren. Und wir können hier schon erkennen, dass das Ende nicht geradlinig abgestanzt wurde. Aber das ist kein Nachteil für die Qualität. Wir werden jetzt gleich erkennen, dass die Zähne progressiv sind, das heißt, die fangen klein an. Das ist von Vorteil, wenn man mit der Laubsäge sägt, dann verhaken sie sich beim Richtungswechsel der Laubsäge nicht, wenn ganz am Ende kleine Zähne sind. Und hier werden die Zähne jetzt wieder größer, normal. Und ich schalte jetzt mal gleich auf Fotodarstellung um, in der Hoffnung, dass ich dann ein besseres Bild kriege. Okay, jetzt filmt's auch. Und hier zum Schluss können wir wieder mal die progressive Verkleinerung der Zähne bald erkennen. Da sind die kleineren Zähne. Man erkennt in den Lichtreflexen, wie dieses Stahl glänzt, wie dieser Stahl glänzt. Ich wollte sagen, wie dieses Laubsägeblatt glänzt. Und man kann auch gut die Schärfe der Zähne erkennen, oder? Jetzt wandere ich gleich nochmal zum weißen Hintergrund, zum beigen Hintergrund. Und verschiebe den Transportwagen ein bisschen. Also ich denke mal, man kann schon die Qualität der Laubsägeblätter einschätzen mit solchen Aufnahmen. Vor allem, wenn die dann so winzig sind. Jetzt nochmal das Laubsägeblatt mit der externen Beleuchtung. Hier erkennen wir die progressive Zahlung nochmal. Der Stahl spiegelt sich sehr schön in dem Licht. Ja, und das war's schon.